So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Lieben. Diesmal erkunden wir eine verlassene Arztvilla. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass in diesem Gebäude in einer Badewanne die Tochter des Arztes gestorben sein soll, aufgrund von Kohlendioxid-Ausscheidung von der Heizung. Und dadurch soll sie in der Badewanne gestorben sein. Gruselige Geschichte. Ich bin gespannt, was wir in diesem Gebäude erwarten werden. Was ich auf jeden Fall weiß, was ich euch sagen kann, wir sind gerade auf dem Community-Treffen von Kimmy's Exploring und werden heute Nacht in diesem Gebäude schlafen. Aber vorher möchte ich mir das gerne mit euch zusammen angucken. Deswegen gehen wir da jetzt zusammen durch. Viel Spaß bei diesem Video. Also das hier direkt am Eingang wird wahrscheinlich ein Badezimmer sein, ja? Oh, diese Blumentapete. Sehr, sehr stylisch. Boah, diese Türen mit dieser Farbe, die da total abblättert. Sieht richtig creepy aus, wie das wohl im Dunkeln aussieht heute Nacht, wenn wir hier drin schlafen werden. Krass. Okay, hier geht's gleich weiter. Oh, das geht aber viel weiter. Wo geht's denn hier hin? Erstmal hier gucken. Okay, hier ist eine Küche. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass hier noch was drin steht. Krass. Mit Ofen. Ist das eine bestimmte Marke? Steht nicht dran. GGD. Sagt mir gar nichts. Wenn ihr diese Marke kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber mir persönlich, also ich habe das zum ersten Mal jetzt gesehen. Ah, so ein Gasherd. Krass. Und dann ist hier eine Toilette, die außer Betrieb ist. Okay. Sauber. Sauber. Und wo kommen wir hier hin? Okay. War vielleicht auch mal eine Toilette, aber sie ist komplett leer geräumt, der Raum. Wir kriegen Besuch. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Was machen Sachen? Was? Geht's auch noch nach links? Was ist da denn? Was war das denn? Ah, das war mein Eingang. Hier mit Heizung, die nach an der Wand hängt. Sieht so creepy aus mit den Spinnenweben hier an dem Fenster. Krass. Boah, ist das riesig hier und die Deckenhöhe. Das ist so Wahnsinn. Falls ihr Stimmen hört, hier sind ein paar aus der Community von Kimmy unterwegs in dem Gebäude. Nicht wundern, wir sind hier nicht alleine. Hier hängen tatsächlich noch die Deckenleuchten an der Wand von damals. Wie schön das hier ist und wie groß und geräumig, ey. Hier nochmal so eine Erhöhung. Kann man in den Garten gucken, damals wahrscheinlich. Der jetzt komplett hier zugewuchert ist. Und dann guckt man von hier oben in diesen großen Raum. Da ist so eine Elektroheizung oder Gasheizung hier an der Wand. So, und dann aus diesem Raum heraus kommen wir hier in einem Raum, der ja meist Holzwände hat. Komplett von Holz umkleidet. Dann ist hier noch eine Vitrine. Wofür die war, weiß ich natürlich nicht, was da drin gelagert wurde, aber wahrscheinlich irgendwas Dekoratives oder irgendwelche Schmuckstücke, die hier aufbewahrt wurden. Und dann ist hier auch noch ein Raum. Oh! Und dann geht es hier auch noch weiter, aber das ist ein Raum, der ist komplett verschlossen. Da kann man von draußen rein. Das probieren wir jetzt mal, ob wir da irgendwie reinkommen. So, da versuchen wir einfach mal außenrum ums Gebäude zu verlaufen hier, um mal in diesen Bereich hier reinzukommen. Hallo. Hallo. Und gucken uns das hier mal an. Wie gesagt, wir sind hier nicht komplett alleine. Aber da waren wir vorhin, in dem Raum, und hier konnte man anscheinend auch raus, so eine Außenterrasse, die überdacht war. Wie schön ist das denn? Und dann konnte man aus dieser Terrasse heraus in den Garten gucken, der, wie gesagt, komplett zugewuchert ist hier. Oh, diese Sonnenstrahlen hier, das sieht richtig schön aus. Jetzt gerade perfekt mit der Sonneneinstrahlung hier. Richtig schön. Und draußen diese zusammengefallene Garage da vorne.
Okay, dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die oberen Stockwerke an und schauen, ob wir diesen Ort finden, an dem die Tochter gestorben sein soll von diesem Arzt, der hier einst gewohnt hat, vor langer Zeit. Aber bevor wir hochgehen, habe ich hier am Eingang entdeckt, dass das Haus noch einen Keller hat. Da gucken wir zuerst rein. Auf jeden Fall ist ja auch voller Spinnenweben, wie man sehen kann hier. Die hängen hier überall runter. Richtig gruselig. Boah, die Scheibe ist auch voll. Komplett. Da sind sogar irgendwelche Spinnen auch drin. Oh, da krabbelt eine. Der wollte gerade eine abhauen. Da ist aber auch eine. Lecker Schmecker. Proteine. Gruselig. Was steht da? Nasslöscher. Für Brände aller Art, nicht für elektrische Anlagen und ölhaltige Stoffe. Mhm. Gut, der Nasslöscher ist nicht mehr da. Was ist das hier für eine? Das ist ja auch creepy hier mit diesem Holztor. Was liegt hier denn alles drin? Styroporholz, irgendwelche Regale. Das ist komplett unter dem Gebäude. Sind eigentlich mal gruselig, ne? Boah, da ist sogar eine Trippleiter. Regale. Da kann man dann auch hier hochklettern oder was? Das ist nochmal ein einzelner Raum hier. Wo geht's da hin? Nirgendwo. Creepy. Creepy, creepy, creepy. Gucken wir nochmal. Oh, also das ist ja jetzt. Guckt euch mal diese Hände da an der Wand an. Das ist richtig gruselig. Und dann auch noch so rot. Okay. Oh, das geht hier noch weiter. Wie groß ist denn das hier? Krass. Und da wieder eine Spinne in dem Fenster. Das Regal sieht auch creepy aus hier. Mit den abgeblätterten Farben hier. Was ist das? Da geht's nicht weiter. Boah, was ist denn das hier? Das ist ja riesig hier. Boah, das ist der richtige Katakomben hier. Da sind Scheiben komplett kaputt. Das ist wahrscheinlich unter der Treppe, die hochgeht. In die oberen Stockwerke. Ah, hier ist ein bisschen feucht. Oh, da ist sogar noch eine Heizung hier. Wo geht's hier hin? Oh, wow. Krass. Alter. Was ist das? Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Brunnen, aber das ist so eine Art, auch so eine Heizung oder sowas, ne? Wo da mit Holz geheizt wurde. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie Holz, das hier gestapelt ist. Aber kann ich mir gut vorstellen. Und da ist nochmal so ein Eingang, der von draußen dann hier reinführte. Da ist der Gasboiler. Und da ist tatsächlich noch eine Heizung hier. Krass. Ich muss mich hier echt ducken, weil das ist hier echt niedrig und ich bin noch nicht mal groß. Ich bin nur 1,78. Wahnsinn. Na gut, dann wollen wir in die oberen Stockwerke und ich bin echt gespannt, ob wir da dann die Badewanne finden, worin ja diese Tochter gestorben ist von diesem Arzt, der hier damals gewohnt hat. So, dann jetzt mal in die zweite Etage und wir gucken mal, was uns hier erwartet. Immer mal wieder Menschen, die hier durchs Gebäude laufen, aber richtig geil, diese alten Fenster hier mit den ganzen Spinnenweben da dran. Und das ist hier alles aus Holz, der ganze Boden. Was ist das hier für ein Raum? Komplett leer, aber noch eine Lampe oben an der Decke. Und wo geht's hier hin? Oh, das ist so ein riesen Wandschrank, also so ein, ja, so ein Wandschrank, ne? Krass. Der ist auch richtig hoch von der Decke her. Auch spannend, ey.
Wie das hier alles aufgebaut war damals. Kann man das hier noch aufmachen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist auch ein bisschen gefährlich. Und hier geht's so gut wie runter. Boah, die Räume sind alle ziemlich ähnlich leer. Aber ist ja auch hier der Ort, in dem wir heute Nacht schlafen werden. Dann gucken wir uns mal die anderen Räume an. Wo geht's hier hin? Oh, da geht's rein. Und was ist das hier? Oh, das ist hier. Das könnte hier tatsächlich das Badezimmer sein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da sieht man mich auch. Aber das könnte tatsächlich wirklich dieses Badezimmer sein mit dieser Badewanne, wenn wir hier kein anderes Badezimmer entdecken werden. Wo die Tochter gestorben ist von diesem Arzt, von dem ich vorhin erzählt habe. Durch diese Heizung. Ist das die Heizung, die da Ursache für war? Erdgas. Ja, das kann gut möglich sein, dass hier die Tür geschlossen war. Und dadurch dann, ja gut, die geht nicht mehr ganz zu, aber dass diese Tür geschlossen war, die Heizung gelaufen hat, das Gas rausgeströmt ist, vielleicht auch nicht richtig an war, sodass das Gas rausströmen konnte. Und die Tochter war dann hier in dieser Badewanne und ist darin dann wahrscheinlich erstickt, gestorben. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie, oder man will sich auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man durch diese Gaseinströmung dann hier, wie das Gefühl ist, dadurch dann langsam keine Luft mehr zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es langsam geht oder schnell geht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man es bemerkt, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja, und dann durch dieses warme Wasser in der Badewanne kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann der Kreislauf ganz schnell nicht mehr mitmacht. Und dadurch dann ganz schnell vorbei ist das Ganze. Traurig und creepy zugleich, ey. So, dann kommen wir aus diesem Raum raus. Es geht auf jeden Fall nochmal hoch, wie es aussieht. Was ist das hier für ein Raum? Auch wieder komplett leer. Wie gesagt, komplett dafür gedacht, dass wir hier heute Nacht mit allem Mann schlafen können. Und dann hier wieder so ein paar Wandschränke, die aber auch komplett leer sind. Ist nichts mehr drin. Da gehen wir gleich hin. Wir gucken noch mal, was da vorne ist, weil hier geht es auch noch weiter. Was ist hier denn? Ah, okay. Ich kann mal wieder draußen auf den Hof gucken. Da, wo wir vorhin waren, zu Anfangs. Und dann ist hier auch wieder ein Raum. Oh, hier wieder so alter Holzboden. Boah, das fühlt sich an, da drauf zu laufen. Habt ihr das gehört? Krass. Oh, creepy. Der macht Geräusche. Toilette? Okay. Hier ist auch wieder ein Badezimmer mit einer Badewanne. Jetzt ist die Frage, ist das hier passiert? Hier ist ja sogar noch nicht mal ein Fenster. Boah, die Tür zuzumachen ist auch schon schwer. Hier ist ja sogar noch nicht mal ein Fenster. Das bedeutet, ja, außer hier natürlich diese Tür zum Dach, dass man da rauskommt. Das ist natürlich auch nicht mehr zu öffnen. Wahrscheinlich alles zugemacht, auch da, obwohl die Fenster kann man aufmachen. Machen wir natürlich wieder zu. Aber jetzt ist die Frage, ist das hier passiert? Oder ist es da hinten passiert, wo wir gerade waren? Aber die Geschichte bleibt die gleiche. Diese Tochter von diesem Arzt ist hier in diesem Gebäude verstorben und das durch diese Art und Weise. Gruselig. Gut, dann gehen wir mal in das letzte Stockwerk. Ich weiß nicht, ob es das letzte ist, aber boah, creepy. Oh, die Treppe. Oh, was ist das denn hier? Hier noch so ein Raum mit so einem Waschbecken. So ein bisschen
Schutt, bisschen eine Tür liegt da in der Ecke und da vorne irgendwie so ein paar Holzteile. Boah, der Boden, der gibt total nach. Was war das denn? Als wäre hier so ein Loch. Hier hängen auch noch die Lampen an der Decke. Hier sind so Gitterstreben, die an dem Fenster oder vor dem Fenster sind draußen. Aber das Wetter, das ist so schön draußen mit dieser Sonne da. Wahnsinn. Perfektes Wetter, um hier heute Nacht überhaupt den Tag zu verbringen einmal und die Nacht zu verbringen, weil durch dieses Wetter ist es natürlich angenehmer, hier dann auch nachts zu schlafen. Oh, was ist das denn hier? Oh, der Geruch ist ja auch gleich ganz anders. Was ist das denn hier mit diesem Pentagramm, das hier eine... Oder ist das ein Hexagramm? Pentagramm? Ich kenne den Unterschied jetzt gerade nicht. Boah, das sieht hier richtig creepy aus. Das ist hier auch der Dachboden. Wow, das Licht, wie das hier reinscheint. Alter, das ist hier so ein richtig creepy Ort. Und dann sind hier auch noch so richtig gruselige Zeichnungen aufgemalt. Überall an den Wänden, auf dem Boden. Wow. Hier 666. Oh, hier ist noch so ein ganz uralter Schrank. Den kann ich euch tatsächlich nicht zeigen, weil es ist hier so dunkel. Die ganze Zeit die Taschenlampe in meinem Rucksack und hab die nicht einmal angehabt. So, dann sieht man hier auch was. Ist hier noch so ein uralter Schrank mit so ein paar Verzierungen drauf. Richtig creepy hier oben auf dem Dachboden. Steht einfach nur dieser Schrank und ansonsten nichts. Alles leer. Es ist tatsächlich richtig creepy hier oben. Wahnsinn. Tatsächlich sind wir, dadurch, dass wir dieses Stockwerk erkundet haben, auch schon durchs ganze Gebäude durch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Geschichte findet, dass die Tochter hier in der Badewanne durch diesen Kohlendioxid-Einfluss gestorben sein soll. Also hier durchzulaufen und das mit diesem Wissen, dass die Tochter hier gestorben ist, ist schon creepy. Also... Ha, krass. Naja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Like da. Falls ihr kein weiteres Abenteuer verpassen möchtet, lasst mir ein Abo da. Und lasst mir gerne liebe Worte da in Form eines Kommentars. Und ansonsten würde ich sagen, bis die Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Ciao.